Peace, ihr Salzstangen, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ja, es ist ein wenig her, dass ich gespielt habe. Und der hier, der komische Vogel, der will was von mir. Arbeit oder so. Arbeit. Was brauchst du? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Ach ja, dem Herrn ist es nicht komfortabel genug, ja? Warum kannst du es nicht tun? Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Ja. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ach so. Ja, wie gesagt, ich habe lange nicht gespielt. Ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr so recht, was wir gemacht haben. Ich war ja ein bisschen außer Gefecht gesetzt die letzte Zeit. Also es ist jetzt wirklich seit 2 Monaten, dass ich das erste Mal wieder überhaupt ein Game spiele. Weil ich ja im Krankenhaus lag. Das haben vielleicht einige nicht mitgekriegt. Ich habe da auch ein Video zu hochgeladen, das heißt Lebenszeichen auf meinem Kanal, falls es wen noch interessiert, warum ich so lange nicht gespielt habe. Ja, da kriegt ihr alle Informationen. Muss ich ja jetzt nicht nochmal alles erzählen. Ich weiß aber noch, deswegen stapfe ich hier jetzt los, dass wir Fleischclubs, unseren Dogmeat, verloren haben. Und Kotzwurf, die alte Kotzbratze, jetzt hinter uns herläuft. Ich meine, ich habe ja nichts gegen ihn, aber... Hey, ich meine, das ist ein komischer Roboter und das andere ist Dogmeat. Hallo? Hallo? Mir bitte diese leckeren, ja, leckeren, missgestalteten... Erinnert mich an die tote Maus, die ich heute beim Spazieren gesehen habe. Oh Mann, ich glaube, es war eine Babymaus und sie war festgefroren auf dem Boden. Kein schöner Anblick. So, Red Rocket. Ich glaube, hier soll Dogmeat sich aufhalten, habe ich gehört. Da ist er ja! Alte Sacke. Ich will dich wieder haben. Nicht weglaufen. Dogmeat, es tut mir leid. Hey, Junge. Was denn? Alles in Ordnung? Alles okay, Junge? Los geht's. Los, Junge. Wir müssen gehen. Kotzwürz nach... Kotzewürze. Sanctuary Hills, der kann da bleiben. Reise bestätigen? Ja, wir bestätigen. Guck mal, wie er da steht. Tschüss, Kotzwurf. War schön mit dir. Aber ich habe lieber einen lebendigen Partner. Den vertraue ich mehr. Tschüss. Hey, Schnuckel. Ich hab dich vermisst. Hey. Na? Wie geht's dir, Kumpel? Ein Trick? Hey, Junge. Hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja, was denn? Wuffen? Ja, das kennen wir ja schon. Ja, komm. Was haben wir denn alles so an Aufgaben? Daten? Aufgaben. Also, Juwel des Commonwealth, begib dich nach Diamond City. Der erste Schritt, sprich mit den Siedlern bei Ten Pines Bluff und Sanctuary. Baue Geschütze, Schlafplätze für die Siedler von Sanctuary. Wie mache ich das? Ja, wie macht man das? Das kannst du wegmachen. Und die sind erledigt, oder was? Mhm. Obwohl ich Fallout 3 so lange gespielt habe, ist es ein bisschen schwerer, in Fallout 4 reinzufinden. Das Vögel! Okay, baugeschützte Schlafplätze. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich habe mir noch nie die Karte angeguckt. Kann das sein? Haben wir schon die Karte gesehen? Ich weiß es nicht. Hier sehen Sie Boston. Diamond City. Ten Pines Bluff. Da muss ich hin. Museum der Freiheit? Ach, jetzt hat man noch Ruf, oder was? Ja, wie mache ich das denn? Ich habe nicht zugehört. Habt ihr zugehört? Nein, komm. Komm jetzt. Wir laufen, komm. Ich habe nicht so viel Zeit. Was denn? Und was piepst denn hier, verdammte Kacke nochmal? Mein Fusionskern? Was denn?
Was, mein Fusionskern ist fast leer. Was hast du denn gefunden? Okay. Wenn der Fusionskern verbraucht... Oh Mann, du bist so süß. Bewegst dich langsamer und kannst weder starke Angriffe noch Watz benutzen. Hast du einen weiteren Kern im Inventar, wird er automatisch verwendet. Ja, 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 ich hab's gesehen. Ja, danke. Ja. Impro-Repetiergewehr. Leerer Blutsack. Also auch immer das ist... Hast du gut gemacht. Ja, ja, aber hast du noch was? Oder was los? Dark Meat. Hm? Schon locker gesehen? Du bist echt sehr hilfreich. Und ich habe gelesen, dass Dark Meat nicht sterben kann. Der wird nur ohnmächtig. Das ist natürlich sehr erleichternd für mein Herz. In Kampfsituationen brauche ich dann nicht ausrasten, wenn man nur in Gefahr ist. Was hast du denn da? Ein Dornbusch. Oh, was läuft denn da hinten? Ist das ein Hirsch? Ist es ein Hirsch? Wo willst du denn hin, Dark Meat? Ach, die Landschaft hier. Das ist so, als würde man einen Waldspaziergang machen. Was ist das? Hallo? Hallo? Hau ab! Ich geb dir noch eine Chance. Dark Meat wird spielen. Er hat eine Gefährtin gefunden, mit der er sich paaren möchte. Der macht mir nichts. Oh, doch. Ich habe ihm eine Chance gelassen, aber ich habe keinen Bock hier wie auch bei I Am Legend, ja? Dass mein Hund auch seine Haare verliert. Joa, da hinten ist ein zweiköpfiger Elch, habe ich gesehen. Doc, wie willst du denn hin? Was denn? Komm mal mit. Na komm. Wo wollen wir denn hier? Ich kann meine Power-Rüstung bald nicht mehr tragen. Was denn? Was quiekst? Oh, der macht mich wahnsinnig. Der lenkt mich ganz schön ab. Ich bin viel zu abhängig von dir. Das wird uns doch beide in den Tod stürzen. Hm. Ach ja. Ein Schäferhund ist schon was Tolles. Ach, da läuft ja wieder die Kotzi. So, wir sollen jetzt Betten bauen. Ich frage mich, wie wir Betten bauen sollen. Ich habe nämlich absolut nicht zugehört. Das ist immer lustig, bei Fallout sieht man immer die Facecam nicht. Irgendwie blendet der alle grafischen Anwendungen aus. Außer Fallout. Ich weiß nicht, zweiter Monitor und Fallout 4 vertragen sich irgendwie nicht so. In der letzten Folge ist auch irgendwie die Facecam-Datei verschwunden. Ich weiß nicht, wo die hin war. Hat ja ein bisschen gedauert, bis ich das Video geschnitten habe. Und dann war die weg. Die war einfach weg. Dark Meat hat sie gefressen. So, ich kann hier bestimmt... Ich werde jetzt mal aus dem Ding hier rausgehen, weil mein Fusionskern ist ja bald im Arsch. Nein, hör auf rumzuholen. Huch. Okay. Nützt ja nichts, hier rumzulaufen, wenn ich Betten baue mit dem fetten... mit der fetten Bauerrüstung. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, wo kann ich hier Betten bauen? Hallo? Ich habe ja nichts dagegen, dass jemand summt, ja? Aber es muss sich nicht anhören, als würde das genau in meinem Ohren machen, so. Ich bin verrückt. Nein, bitte nicht. So. Und du hackst hier so umher, oder was? Was ist das da hinten? Okay. Werkstatt? Siedler brauchen Nahrung, Wasser, ein Bett und Schutz. Verbessere die Malen der Siedler, indem du diese grundlegenden Bedürfnisse bei allen Siedlern befriedigst. Nö. Hab ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Oh, jetzt kotzt der schon wieder. Ehrlich gesagt finde ich das ja an Fallout jetzt nicht so gut. Also das in Fallout 4 jetzt dieses ganze, ich muss mich um Siedlungen kümmern, weil ich mochte das immer, dass man so einsam durch die Prärie gelaufen ist und nur für sich zuständig war und jetzt hier noch so Ruf haben und sowas, das ist überhaupt nicht meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie baue ich denn Betten? Ich weiß nicht mal, wie man hier die Strukturdinger dreht. Oh. Achso, wahrscheinlich Strukturen. Nein. Nein. So, Möbel. Ja, Möbel.
Betten. Betten? Stahl, Stoff. Ach, du Scheiße. Rums? Was? Also. Der Herr, bitte? Ja, lassen Sie das. Dankeschön. Stoff, was ist hier? Da braucht man 4 und 5. 4 und 5, 4 und 5. Immer das gleiche, oder was? Matratze. Brauchen wir nur Stoff. Aha, was ist der Unterschied zwischen den Betten? Wir benötigen ja alle das gleiche. Dann nehme ich doch so ein sauberes. Nö. Nö, das sieht doch gut aus. Bauen. E. Warum kann ich das denn nicht bauen? Heißt das nicht, ich habe 4 von 18? Oder brauche ich 18 und ich habe 4? Bei mir ist immer rechts das, was man braucht und links das, was man hat. Ich will dich bauen. Will dich bauen. Oh. Hm. Ich gar nichts bitte, mehr. Ich muss jetzt allein sein. Dann verpiss dich. Jetzt doch so, oder? Läuft mir jetzt, komm zu. Schau vor, du gehst so. Weißt du, du willst alleine sein? Läufst in die Stadt, stellst dich so neben Menschen und sagst: Bitte, ich will jetzt allein sein. Könnt ihr bitte gehen? Hold up! Du hast dich neben mich gestellt. Hey, Suse. Na, hab ich Stoff? Ich hab doch bestimmt Stoff. Ja. Bin mal verwirrt. Verwirrt! Was brauchen wir? Stoff und Stahl? Stoff und Stahl. Nee, haben wir gar nichts. Oder? Schrott? Diverses. Munition. Mods? Schrott. Stahl. Und da haben wir Stahl ein. Toll. Toll! Diverses? Was ist das? Hallo? Hey, Schatz. Ach du Kacke. Nee, komm. Ja, ja, bitte. Ich möchte aufhören zu spielen. Ich spiele gerade ein Spiel. Hilfsmittel. Na, warum ist denn hier kein Stoff? Kleidung. Auch kein Stoff. Affen. Hey. Das Spiel ist noch ein bisschen ein Rätsel für mich. Oh, ich habe die Minigun. Guck, wie lange ich die noch benutzen kann. Kann man hier auch wieder irgendwie so Schnellwahlen machen? Nein. Z ist sortieren, oder was? Q? Ah! Stimpack ist auf 0. Aha. Ja. Heißt das jetzt, warte mal? Ja, war nötig. Bitter. Bitter nötig war das. So. Ah, jetzt kann ich... Ach. Ach so. Ja. Wohin denn, der Herr? Oh, Gottes Willen. Das ist ja gar nicht meins, ne? Das hat mir jetzt nicht gefehlt in Fallout 3. Hier willst du ein Bett? Kriegst du ein Bett. Wo soll ich denn die hinbauen? Im Wohnzimmer ist irgendwie kontraproduktiv, oder? Dann hau ab. Oma. Komm, wir bauen das jetzt hier hin. So weit ans Fenster wie möglich. Zigarette entfernt, baue geschützte Schafplätze. Meh. Meh. Hier, ins Badezimmer. Das benutzt doch sowieso keiner, oder? Ach komm, wir laufen mal ins nächste Haus. Ich bin die Bettenbauerin. So eine schöne Bettenbauerin. Hat noch keiner gesehen. Also nicht schön in Bezug auf mein Aussehen, sondern schön in Bezug auf, ich baue schöne Betten, ja? Das habe ich gemeint. Oh, hier steht ja schon ein Bett. Egal, bauen wir drauf. Das ist jetzt modern. Man baut jetzt Möbel auf Möbel. Das ist die Zwiebeltechnik. Die ist ganz neu. Ist der neueste Schrei im Jahre 2599.
Hallo, ich brauche ein Haus. Stellt sich eins zur Verfügung. Ich kann ja nicht 5 Betten in das kleine Haus reinbauen. Macht doch gar keinen Sinn, oder? Und hier? Da, guck mal. Noch näher ran. Jo, das war's. Vorkriegsgeld entfernt. Warum denn vor? Was kostet denn hier Geld? Ihr habt gesehen, dass es Stahl und Wolle kostet. Mehr soll das nicht kosten. So, hier, da, Bett auf Bett. Ja, ist mir das hier zu bunt. Ich will euch die... Schraubenzieher? Vorkriegsgeld? Ja, wenn es sein muss, dann muss es so sein. Mir doch egal, wo die schlafen. Und froh sein, dass sie überhaupt ein Bett haben. Ich dachte gerade, da sitzt jemand. Hier. Hallo? Da. So. Da kann auch einer... 4 Betten. Ich brauche Stahl. Oh! Bett? Was kann man damit machen? Verwerten! Aber gibt es nur Holz. Ja, aber verwerten wir mal. Da kann man das verwerten. Eine Lampe, die geht ja noch. Ich brauche Stahl. Huhu. Bist du aus Stahl? Oh, das ist ja lustig. Kann man das auch verwerten? Ja? Holz oder was? Nö, das ist doch ein... Ich brauche Metall. Das da ist doch Metall, das braucht doch kein Arsch. Stahl. Ja, gib her. Das finde ich ja wieder lustig. Was ist... Ah, jetzt kann ich noch ein Bett bauen. Ja, hier kommt das Bett hin. Wie dreht man denn das Bett? Hier, Bett bauen. Ist falsch rum. Kann man das Bett drehen? Na! Oh. Alles geplant. Alles geplant, Leute. Das ist alles okay. So, hier kommt noch ein Bett hin. So. Gidi Kabotterkopf entfernt. Sprich mit Sturges. Sturges. Wo ist eigentlich mein Hund geblieben? Mein Hund hat sich gemütlich gemacht? Oder was? Verlassen. Wie sie läuft. Na? Uns macht sie nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Ich weiß nicht mal, wer Marci ist. Oder kleinen Quergeister. Und du? Hast einen neuen Freund gefunden, oder was? Bedrückst du mich, Dogmeat? Tu mir das nicht an. Und du? Hallo. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Mhm. Versorge die Siedler von Sanctuary mit sauberem Wasser. Wasser aus dem Fluss. Wasser aus dem Fluss? Das Wasser aus dem Fluss reicht euch wohl nicht, was? Es ging bisher, aber das Wasser an der Oberfläche sollte man nicht ständig trinken. Wir brauchen nichts Außergewöhnliches. Ein Brunnen oder zwei sollten völlig ausreichend sein. Ja. Gut. Ja. Machen wir doch. Blatt. Wo kommt man denn hier? Betten, Möbel, bla bla bla. Strukturen, Möbel, Dekoration, Energie, Schutz. Ruhe da. Die sind den ganzen Tag ruhig. Niemals ein Wort, ja? Also nicht den ganzen Tag, aber die meiste Zeit. Und dann immer, wenn ich aufnehme. Schreien sie rum. Ich will mir einen Hund anschaffen, die sind ruhiger. Oder doch nicht. Herstellung. Was gibt's denn hier? Eine Herstellung. Ach, ein Kochherd. Kochstation. Kochstation, Laborstation, Laborstation, bla. Oh ja. Hust mir nicht ins Ohr, Hund. Herstellung, was ist das? Läden. Ressourcen? Ressourcen Wasser. Ja, das hört sich gut an. Wasseraufbereiter. Wasserpumpe. Ist das nicht das? Das ist das bestimmt. Schutz, Wachposten. Mhm. Energie. Energiegeneratoren. Energie, Rekrutierungsleitstrahl. Ach du Kacke, was gibt's denn hier alles? Das ist mir ja echt. Da ist man ja fast überfordert. Da kannst du dich ja tot spielen. Das ist hier ein richtiger Housing-Simulator. Strukturen, Holz, Metall, Türen, Zäune, sonstiges. Ja, Stachelpfahl.
Wollte ich immer schon mal haben. Stehe ich drauf. Fertighäuser. Die kann man auch im Internet bestellen, wa? Ja. Dockmeat. Holz. Holz. Ich hätte gerne ein Fertighaus. Dankeschön. Macht dann 2,50 Mark. Man musste mir immer so ins Ohr. Sorry, Leute, ich gucke nur ganz kurz durch, was es hier so gibt. Alle möglichen Ressourcen. Ich denke mal, mit Wasser ist das richtig. Und dann ein Wasseraufbereiter benötigt. Und hier so eine Wasserpumpe. Brauche ich Stahl. Also das heißt wieder Sachen zerlegen, Leute. Yay. Sachen zerlegen. Sanctuary. Die wollte mit mir reden. Hier war kein Bock. Ich mag Menschen nicht. Ich bin ein einsamer Wolf. Achso, warte, wir müssen das Dingsmenü aufmachen. Kann man das verwerten? Was ist das? Oh, ja. Ja. Das finde ich wiederum gut. Wo? Ich kann das ganze Haus verwerten, oder was? Einmal Haus zum Mitnehmen, bitte. Ach, ich mag meinen Hund. Der ist so selbstständig jetzt. Das finde ich super. Im dritten Teil, da war der nicht so. Wir können hier mal ein bisschen aufräumen. Guck mal, das liegt doch alles rum. Wenn ich das alles verwerte, dann ist doch hier ein bisschen sauberer, oder? Ein Kickball. Kannst du verwerten. Kannst du machen. Gummi, Gummi, Gum. Stecken wir uns dann in die Ohren. Ah. So. Jetzt können wir bestimmt eine Pumpe bauen. Wo baue ich die hin? Hat da jemand eine Idee? Pumpe, Pumpe, Pumpe. Ja, die bauen wir jetzt. Und einmal hier hin. Na, so, dann kann sich hier jeder am öffentlichen Wasserspender... Wie viel muss ich denn bauen? Ah, zwei. Okay. Noch eine. Ich brauche Beton und Stahl. Komm, Leute, wir müssen hier irgendwas kaputt machen. Wir brauchen Beton und Stahl. Das ist das Auto. Was kriegt man denn da so? 10 Stahl. Verwerten, komm. Achso, was heißt denn das Grüne hier? Bis dahin darf man bauen, oder was? Ist der Baubereiche wurde verlassen. Achso, wow. Selbstzerstörung aktiviert. Was gibst du mir so, Gartenstuhl? Hast du Beton? Achso, ich muss R drücken, Entschuldigung. Immer nur Stahl und sowas? Kann man das nicht so... Nee, ich brauche Beton. Wo finde ich Beton? Hallo, will hier Beton? Ja, Beton, kriegst du auf der Straße oder nicht? Hier. Ah, hast du Beton. Beton, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Dazu finden. Hier, der ist bestimmt einbetoniert in die Erde. Nee, doch nicht. Was hier? Keramik. Hm. Nee. Nee, was ist das hier? Das ist auch Keramik. Und Stahl. Mhm. Das wollen wir aber alles gar nicht. Was kannst du? Was kannst du? Was ist so deine Spezialität? Hier, das Haus reise ich ab. Komm, da ist bestimmt Beton drunter. Ich will da nur eine Wasserbombe. Heute nur ein Beton. Was ist das? Stahl. Stahl. Hier. Das ist Holz, ne? Ach, das kann ich. Oh, ich dachte gerade, wer läuft denn da hinten rum? Stahl. Stahl. Hier, Beton. Betonmauer kaputt machen. Was ist das? Baum. Zerstörtes Haus. Wie? Aus dem zerstörten Haus gibt es nur Schrott oder was? Oh, Beton. Ja, das verschrotten wir doch mal. Einmal weggeschrottet. Hier vorne gibt es dann noch einen Brunnen. Hier kannst du auch trinken gehen. So, da. Hoppa da hopp. Jo. Das läuft doch. Achso. Und jetzt? Yay. Ich brauche einen Fusionskern, ne? Mein... Metallfreund steht hier nämlich umher. Ja, irgendwie ist das schon cool mit dem Housing. Also, ich finde es cool. Es hat viele Möglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel die ganze Stadt, man kann hier alles abreißen, was kaputt ist, und sich hier das aufbauen, damit es so wieder eine richtig schöne Stadt ist. Ist ein cooler Gedanke, weil wenn man wirklich in einer Welt leben würde, würde man ja auch versuchen, Zivilisationen wieder aufzubauen. Und dazu gehören natürlich eine intakte Infrastruktur und Häuser und Menschen und Zivilisation, Gesellschaft und so weiter. Deswegen finde ich das cool. Nur
jetzt hier im Let's Play ist es, glaube ich, für denjenigen, der nicht spielt, ein bisschen ermüdend, wenn ich hier die ganze Stadt wieder aufbaue und mir ein neues Boston baue. Ist, glaube ich, eher was, wenn man privat einfach sich so festsuchten möchte, glaube ich. Sonst, nee. Naja, wir sehen hier mal. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ist doch eine Wurzel. Versorge Siedler von Sanctuary mit Lebensmitteln. Versorge Siedler von Sanctuary mit Lebensmitteln. Habe ich schon? Ach, guck mal. Ich bin fürsorglich. Was für Pflanzen? Hier wird nichts wachsen. Zähl mir mehr, ich lege los. Was für Pflanzen? Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Ich bin ein Tuskenräuber. Okay, wie mache ich das? Hier im Baumenü. Es macht schon ein bisschen Spaß, ne? Baumenü! Oh, hat geschlafen, das Baumenü. Aufwachen. Ressourcen für Wasser? Achso. Nee, für Lebensmittel. Hier, was ist das hier? Sonstiges? Für Dogmeat vielleicht eine Hundehütte? Plünderstation? Brahmin-Futter? Ich kann Brahmins! Ich kann Rancher werden! Das ist ja toll. So was finde ich wieder richtig gut. Ach, du bist herzallerliebst, echt. Sirene. Okay, nee, wir wollten essen. Kürbis. Mhm, das war ein, der sieht sehr appetitlich aus. Karotte, Klingenkorn. Können wir ein bisschen Alk machen? Das ist ganz wichtig. Zweimal Klingenkorn vor allen Dingen. Das heißt, wir sollen viel Alk trinken, damit wir diese Welt ertragen. Das ist Mais. Ja, für mich heute kein Mais, ne? Nochmal Mais. Melone. Ist das ein Unterschied? Nö. Melone, Mutterbeerenpflanzen, Tatu-Pflanze, die finde ich ja sehr interessant, die Tatu-Pflanze. Wie kann ich das denn bauen? Ach, Markierung für Suche. Was suchen wir denn, Dogmeat? Ich bin ja für Alk. Na, was mag ich denn? Was persönlich mag ich denn? Also, eine Tatu-Pflanze sieht aus wie eine Tomate. Ich mag Tomaten nicht besonders. Mutterbeerenpflanze. Interessant. Aber da ist das Wort Mutter drin und das lässt darauf schließen, dass das mutiert ist. Da will ich auch nie essen. Die Melone. Ich mag nur Wassermelonen. Wenn das eine Honigmelone ist, dann will ich sie nicht. Mais mag ich eigentlich schon, aber so wie der aussieht, will ich nicht. Elk will ich auch nicht. Eine Karotte. Karotten mag ich eigentlich sehr gerne. Und Kürbis. Kürbis. Kürbissuppe könnte ich essen, aber der sieht auch nicht so gesund aus. Also entweder Möhren oder Melone. Aber ich habe irgendwie Lust auf Melone, deswegen suchen wir das jetzt. Dogmeat. Wir beide. Du und ich. Für immer zusammen. Für immer. So. Und wo gibt's jetzt Melonen? Hallo? Melone. Da gibt's Melonen. Wo gibt's Melonen? Melonen. Ich habe das doch markiert. Melonen. Ich hab Hunger auf Melonen. Jetzt ernsthaft? Wo sind denn die Melonen? Okay, da ist meine Power-Rüstung, verstehe ich. Was ist das? Sanctuary. Das sind die Melonen. Oh. Ja gut, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das Baumenü ein wenig kennengelernt und Stockmeat zurückgeholt und Brunnen und Betten wachsen lassen. Und wir haben ein paar Sachen verwertet, wie ganze Häuser. Auch gar nicht schlecht. In der nächsten Folge gucken wir dann nach Essen. Test, Test. Nach Essen. Die haben nämlich Hunger hier und gefällt mir das Housing und das aufzubauen. Aber mal gucken, wir werden uns nicht zu lange hier aufhalten. Noch ein paar Quests machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat noch 300 Aufgaben für uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bäm.